Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin jetzt 28 Jahre und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann waren es eigentlich fast immer rot-grüne Bundesregierungen, die den Fortschritt versprochen haben, aber am Ende wenig anders und doch viel schlechter gemacht haben. Sei es der Krieg in Afghanistan, sei es Hartz IV oder heute das größte Aufrüstungsprogramm der deutschen Nachkriegsgeschichte und die Massenverarmung und Inflation. Und deshalb können wir uns nicht erlauben, schwach zu sein, denn wir werden gebraucht dagegen. Wir werden gebraucht als Kraft für die Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Heizrechnung bezahlen sollen. Wir werden gebraucht als Kraft für die Menschen, die Angst vor dem Klimawandel haben und dem jetzigen fossilen Wollwerk der Bundesregierung. Und wir werden auch gebraucht als Kraft der Vernunft, die auch jetzt für Frieden und Diplomatie eintritt, gerade jetzt. Und ja, wir werden gerade von vielen Seiten dafür angegriffen, dass wir auch heute für Frieden und einen Waffenstillstand eintreten. Aber was denn sonst, liebe Genossinnen und Genossen, was denn sonst? Ich meine, ich weiß, manche in diesen sicheren Twitter-Kommentarspalten sehen das anders, aber Krieg ist kein Brettspiel. Im Krieg sterben Menschen. Und ja, auch die Menschen, die Putin seinen Angriffskrieg schickt, das sind Menschen, die ein Recht auf Leben haben. Und deshalb müssen wir immer für Frieden und für Menschenrechte eintreten. Und das ohne die Doppelstandards der Bundesregierung. Ich meine, es ist doch ein Hohn. Es ist doch ein Hohn, wenn man von feministischer Außenpolitik spricht und gleichzeitig Waffen liefert in die Kopfabdiktatur in Saudi-Arabien. Wenn man gleichzeitig beide Augen zudrückt beim türkischen Krieg in Kurdistan. Und wenn man immer noch Menschen in den Iran abschiebt. Immer noch. Ja, die Aufgaben sind groß. Aber wir brauchen uns auch heute, auch in dieser Krise, nicht klein zu machen. Denn wir sind auch jetzt da und wir setzen auch jetzt die Themen. Wir waren es doch, die Übergewinnsteuer wollten. Da konnte Christian Lindner überhaupt noch keine Übergewinne erkennen. Und jetzt wird sie kommen. Wir haben ganz klar gesagt, was für ein sozialer Sprengstoff die Gasumlage ist. Da hielt Robert Habeck sie noch für eine wundervolle Idee. Und jetzt ist sie weg. Wir wissen, das ist alles nicht genug und bislang noch sozial unausgewogen. Aber es zeigt doch, wenn wir kämpfen, klare Botschaften aussenden und mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen zusammen kämpfen, dann können wir auch jetzt vieles erreichen. Also lasst uns dafür kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ja, ich weiß, wir sind gerade frustriert. Wir gehen oft auf dem Zahnfleisch, weil es schlecht läuft. Aber verdammt nochmal, wir sind die Partei, die den Mindestlohn erkämpft hat, die das Bündnis für den Mietentscheid in Frankfurt angestoßen hat und die Studiengebühren in Hessen beerdigt hat. Das waren nicht irgendwelche fremden Menschen. Das waren wir, die gleichen Menschen und die gleiche Partei, wie wir hier und heute sitzen. Und wenn wir es damals geschafft haben, dann werden wir es auch in Zukunft schaffen. Und wir haben einiges zu schaffen. Wir haben mit dieser Landtagswahl eine Mammutaufgabe vor uns. Und nicht nur in Hessen, in ganz Deutschland wird darauf geschaut werden, ob wir unsere Landtagsfraktionen verteidigen. Wir haben damit eine Verantwortung für die Linke als Ganzes in diesem Land. Und zur Verantwortung gehört tatsächlich auch, dass wir aus Linke MeToo lernen. Wir haben dabei schwere Fehler gemacht und müssen die Betroffenen um Verzeihung bitten. Vor allem müssen wir aber dafür sorgen, dass es nicht wieder geschieht. Und ich finde, damit haben wir mit der Vertrauensgruppe, Diskussion und den Beschlüssen heute und auch die wir morgen hoffentlich fassen werden, wichtige Schritte geleistet. Wir sind uns also der Verantwortung bewusst. Also lasst uns am Montag rausgehen und lasst uns auf der Straße, in unseren Vereinen und bei unseren Freunden dafür kämpfen, dass wir wieder in den Landtag einziehen. Denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Und dafür möchte ich meine mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Linken, sei es in der Basis, sei es in Vorständen oder auch im Wahlkampfteam und auch meine berufliche Erfahrung als Campaigner einbringen und bitte euch dafür um euer Vertrauen. Betze Remos.